Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mal in meinem kleinen Büro. Nein, es wird nicht die Rache des Subs kommen, denn das war ja sonst immer der Platz, wenn ich ja diese Videos gedreht habe. Aber ich möchte mich mit dem Sub beschäftigen und gerade jetzt zum Jahresende habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht. Ja, wie möchte ich mit meinen Sub-Büchern, also allen Büchern, die ungelesen auf einem Stapel liegen, denn im neuen Jahr umgehen? Aktuell bin ich bei 98 Büchern und ja, ich finde das weder viel noch wenig. Ich fühle mich auch damit relativ wohl. Also es ist noch nicht so, dass der Sub ganz laut schreit, lese, lese, lese mich. Aber ich merke doch, dass sich einfach der Buchgeschmack, der Lesegeschmack ja, in den letzten 2, 3 Jahren ein bisschen verändert hat. Ja, wobei ich schon immer zum Beispiel ein Fantasy-Leser war, aber ich habe früher viel mehr Thriller zum Beispiel gelesen oder auch Liebesromane fand ich früher richtig toll und ja, damit kann ich manchmal nur so bedingt was anfangen. Und ich, ja, habe ein wunderbares Video bei der lieben Christina gesehen vom Kanal Fabulas Meer. Ich packe ihren Kanal und das Video mal unten in die Infobox und die hat mit dieser Tiermaker-Liste gearbeitet, wo wir die Kingsianer ja auch schon mal Stephen King Bücher einsortiert haben und ich möchte hier all meine Subbücher euch einfach mal mit zeigen. Ich hatte dieses Jahr, ja, ich glaube auch schon 3 Videos, wo ich euch die Subbücher aller Art gezeigt habe und ich dokumentiere ja meine Subbücher nicht nur in einer Excel-Liste, sondern ich habe auch immer die Buchcover, wenn ein Buch bei mir einzieht, in digitaler Form, eben in klein sozusagen, auch abgespeichert. Ich führe es auch noch auf Lovely Books, also ich bin da vielleicht ein bisschen sehr nerdig unterwegs und ich habe jetzt mal alle 98 Buchcover hier in diese Tiermaker-Liste einsortiert und ich dachte, wir gucken uns das einfach mal gemeinsam an. Ich habe mich bei den 5 Kategorien auch ein bisschen an Christinas Liste orientiert, weil ich die wirklich cool fand und auch wenn ich sonst nicht so der Mensch bin, der gerne Videos irgendwie über Subbücher sich anschaut, fand ich das tatsächlich eine schöne Aufbereitung mit diesen Kategorien und ich habe das jetzt hier auf der Seite schon mal vorbereitet. Ich werde euch sozusagen den Videoausschnitt, den Bildschirmausschnitt jetzt dann im Grunde einblenden und ja, ich denke, dann starten wir einfach mal. Ich bin sehr gespannt, ja, welche Bücher dann vielleicht wirklich ganz oben jetzt zum Lesen stehen oder dann eben vielleicht tatsächlich eine Tendenz haben, dass sie ausziehen. Wenn ihr natürlich Bücher von meinem Substapel schon gelesen habt, dann sehr, sehr, sehr gerne in die Kommentare. Darüber würde ich mich wirklich sehr, sehr, sehr freuen. Und ja, orientiert, wundert euch nicht, ne, wenn ich jetzt dann doch vielleicht öfter mal auf den Bildschirm schaue. Ich kriege das sonst mit der Kamera und dem Licht und so nicht anders hin. Aber ich denke, das ist nicht weiter dramatisch, auch wenn ich weiß, dass viele es lieber haben, wenn sie angeschaut werden in einem Video. Aber ja, das würde jetzt nur so bedingt funktionieren. Dafür seht ihr jetzt dann ja die komplette Liste. Alle 98 Bücher. Es ist schon ein bisschen verrückt. Und ja, mit den 5 Kategorien. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass das mit der Bildschirmaufnahme funktioniert und ja, legen einfach mal los. Und nun starten wir mit der Tiermaker-Liste, die eben von Christinas Kategorien auch so ein bisschen inspiriert ist. Wir haben als nächstes dran, das sind ja die Bücher, die ich jetzt vielleicht noch winterweihnachtlich auf dem Sub habe, die ich jetzt auch noch gerne lesen möchte, um sie davon zu befreien. Und vielleicht noch das ein oder andere Buch, wo ich denke, ja, das passt jetzt vielleicht auf jeden Fall auch noch in den Januar. Die große Lust sind Bücher abseits dieser Thematik, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich sage, ja, die werden auf jeden Fall in den nächsten 2, 3 Monaten gelesen. Die, da brenne ich danach, das soll unbedingt zeitnah gelesen werden. Vielleicht schiebe ich die dann auch schon ein bisschen früher rein. Ja, Stimmung. Bücher. Dazu würde ich jetzt zählen zum Beispiel Herbst- oder Sommerbücher, die jetzt einfach nicht so richtig in die Jahreszeit passen. Wohlfühlromane passen für mich auch nur bedingt jetzt so ein bisschen in die Zeit. Das ist für mich auch eher Frühling und Sommer. Auch Thriller und Krimis, da muss man einfach so ein bisschen in Stimmung sein. Und das sind aber grundsätzlich schon Bücher, wo ich sage, die finde ich spannend, die finde ich interessant, aber vielleicht jetzt gerade nicht zu dem Zeitpunkt passend. Und dann habe ich noch Abwarten und Tee trinken. Das fand ich eine ganz schöne Kategorie im Sinne von irgendwas gibt es vielleicht zu dem Buch, was mich davon abgehalten hat, es in letzter Zeit irgendwie zu lesen, dazu zu greifen. Vielleicht ja, schlechte Rezensionen oder irgendwie auch einfach ja, Gedanken, die ich dann zu dem Buch hatte, wo ich mich frage. Und dann gibt es die letzte Kategorie. Ja, da ist es eben einfach unklar, ob das Buch gelesen wird. Und das sind vielleicht tatsächlich so die Kandidaten, wo man einfach sagt, der Geschmack hat sich vielleicht verändert oder gab es zu viele negative Stimmen, sodass man irgendwie gar keine Lust mehr auf das Buch hat. Oder ist es der nächste Auftakt einer
Reihe, wo man denkt, naja, wer weiß, ob ich überhaupt diese Reihe verfolge. Und ja, aber da gucken wir da mal. Vielleicht ist das dann tatsächlich, oder sind diese Bücher dann darin, dass man mal sagt, man beschäftigt sich mit ihnen und vielleicht lässt man die dann auch einfach mal ausziehen. Ja, steckt man nicht drin. Ja, ihr seht jetzt hier unten auch schon die Bücher, die sind alphabetisch sortiert, da ich meine Bücher eben auch mit dem Buchtitel abspeichere. Und dann war das tatsächlich ganz einfach, die jetzt einfach reinzuschieben. Und wir beginnen mit IQ 84 von Murakami. Das ist für mich definitiv ein Stimmungsbuch, weil ich glaube schon, dass man da wirklich Lust haben muss, sich so einem Wälzer zu widmen und das auch dann anzugehen. Also dementsprechend definitiv ein Lesekandidat, aber ich glaube einfach, ich muss da Lust und Muße haben und sagen, jetzt möchte ich diesen Wälzer lesen. Dann haben wir 635 Tage im Eis. Das ist definitiv so ein bisschen ein Buch, was als nächstes dran wäre. Da steht zumindest so ein bisschen auf meiner Winter-Subliste im Sinne von, ja, hier geht es eben um die Shackleton-Expedition und dementsprechend passt das definitiv in den Januar, Februar und deswegen wäre es als nächstes dran. Auch von Carina Schnell, A Breath of Winter. Der Titel verrenkt es schon. Ich habe auch hier schon, als es eingezogen ist, gedacht, ja, das ist was für Januar, Februar. Im September, glaube ich, erscheint dann auch der zweite Teil. Und hier sind wir eben auch so ein bisschen in der Fantasy unterwegs. Und ja, es ist ja schon der Ruf nach Winter. Von daher, glaube ich, passt das auf jeden Fall noch gut. Dann habe ich die unglaublichen Fälle der Zoe Faust. Ich glaube, das ist die Alchemistin. Und das hat mich mega interessiert, weil ich das so cool fand, dass sie da in die Fußstapfen tritt. Und ich glaube, das ist ein Buch, auf das ich große, große Lust habe. All I Want for Christmas ist definitiv noch ein Weihnachtsbuch, was ich gerne in diesem Jahr lesen wollen würde. Und die Tendenz dazu ist auf jeden Fall auch gegeben. Ach, George R. Martin, ja, er kommt ja nicht aus dem Puschen, was das Lied von Eis und Feuer angeht und auch die 8. Staffel der Serie hinkt mir nach wie vor sehr traurig nach, sodass ich gar keine Lust irgendwie verspüre, von ihm dieses Buch zu lesen, obwohl es schon ein Science-Fiction-Roman ist. Und ich möchte hier einfach noch ein bisschen Zeit vergehen lassen. Ich glaube, wenn mich die 2. Staffel von House of the Dragon nochmal richtig begeistern kann, vielleicht greife ich dann, ich glaube, zu meinem ältesten Subbuch. Und ja, ich bin ihm da so ein bisschen persönlich böse. Was aus Staffel 8 wurde und dass es einfach keine Bücher gibt. Von daher, wir trinken hier einfach mal ein bisschen Tee. Auf 4 Pfoten zur Erleuchtung. Hier geht es um den Buddhismus. Auf das habe ich große, große Lust. Ist auch ein Rezensionsexemplar und ist für mich definitiv ein Buch, um in das neue Jahr zu starten. Vielleicht könnte man dann sogar sagen, es ist dann auf jeden Fall irgendwie als nächstes mit dran. Ist die Frage, wie weit möchten wir das als nächstes dran definieren? Aber das wäre definitiv ein Buch, mit dem ich so ins neue Jahr dann beginne. Eieiei, ja, kommen wir zu Babel. Da bin ich tatsächlich ein bisschen unsicher von Rebecca Yarros. Zum einen habe ich das wunderschöne Buch mit dem ganz tollen Buchschnitt, ich glaube, von der Bücherbüchse. Das habe ich auf der Leipziger Buchmesse gekauft und ich hatte so große Lust. Und dann kamen aber tatsächlich so ein paar Meinungen, die so grenzwertig waren, die nicht nur geschwärmt haben, die viele nachvollziehbare Kritikpunkte hatten. Und, ach, ich weiß auch nicht, dann ist es irgendwie... Ja, irgendwie, ja. Also es würde jetzt wahrscheinlich tendieren zwischen es ist ein Wälzer und dementsprechend ein Stimmungsbuch, aber auf der anderen Seite, vielleicht warten wir hier einfach auf den richtigen Moment und vielleicht ergibt sich auch irgendwie mal eine Lesegruppe und dann würde ich Babel lesen. Dann tatsächlich ein Buch, was mir jetzt wieder aufgefallen ist, und zwar Bist du gehst von Mia Newman. Das ist eins der Pseudonyme von Adriana Popescu und ich sage eigentlich immer, dass ich bis auf ein Buch von Adriana alles gelesen habe, meine aber nicht dieses Buch, sondern den 2. Krimi Fall von Adriana Jakob und an das habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Also das ist definitiv ein Buch, was im Sommer, Frühling gelesen wird. Dementsprechend würde ich es als Stimmungsbuch hier mit hineinnehmen, weil darauf habe ich Lust. Ich liebe die Bücher von Adriana in jeglicher Form und ja, deswegen wird das auf jeden Fall gelesen. Ja, Cornwall Liebe in der kleinen Buchhandlung ist jetzt ein Winterbuch, spielt, glaube ich, um Weihnachten auf jeden Fall herum. Ich mochte die anderen 3 Teile von Kara Lindon sehr gerne, ist definitiv jetzt auch als nächstes dran. Ja, dann An Sus ist der Auftakt einer Reihe, habe ich so viel Positives gehört.
Ja, würde ich sagen, ist auf jeden Fall auch so ein bisschen ein Stimmungsbuch, weil man damit auch eine Reihe anfängt. Und ich glaube, man muss für diese Art Fantasy, die, glaube ich, auch ein bisschen nordisch angelegt ist, schon auch irgendwie in Stimmung sein. Das Glück hat 8 Arme, ist auch schon so lange auf dem Sub. Habe ich mir, glaube ich, mal von einem Geburtstagsgutschein gekauft, weil mich das so angesprochen hat. Also grundsätzlich habe ich schon große Lust. Es könnte aber auch durch die Tierthematik so ein Stimmungsbuch sein. Ja, ich glaube, da passt es ganz gut. Ja, das Labyrinth der träumende Bücher, da würde ich mal sagen, das werde ich abwarten und Tee trinken. Ich mochte den ersten Teil der Bücherstadt richtig, richtig gerne. Dann ist das hier der zweite Teil dazu. Und da wurde mir jetzt vermehrt schon erzählt, ja, das hat so einen großen Cliffhanger und es steht noch nicht fest, wann der dritte Teil erscheint. Dementsprechend würde ich den zweiten auch erst lesen, wenn denn dann irgendwann der dritte kommt. Das letzte Nashorn, würde ich sagen, das ist so ein bisschen Stimmungsbuch. Ich muss für Tierbücher, Geschichten und vermutlich auch gerade, wenn es so ein bisschen auch um den Tierschutz geht, da muss ich definitiv in Stimmung sein. Ich habe aber Lust, es zu lesen, weil ich von dem Autor auch schon ein Elefantenbuch gelesen habe und ich glaube, von seiner Frau habe ich auch ein Buch hier. Genau, ein Elefant in meiner Küche. Und ja, ich versuche mal, ob ich das hier irgendwie hochbekomme, weil das könnten wir auch gleich einsortieren, nämlich daneben. Ja, das ist von seiner Frau. Als er dann verstorben ist, hatte sie aber trotzdem noch die Elefanten in Afrika um sich herum. Und dementsprechend würde ich es wahrscheinlich hier in das Stimmungsbuch einkategorisieren. Das Mädchen, das in den Wellen versank, verschwand. Ich kann es gerade leider gar nicht so richtig lesen. Aber gut, ist nicht schlimm. Darauf habe ich schon große Lust. Das ist, ich glaube, was Asiatisches, Japanisches, Koreanisches mit auch so einer Saga, das finde ich schon super spannend. Ist auch ein wunderschönes Cover, da freue ich mich drauf. Auch das Restaurant der verlorenen Rezepte, das klingt auch richtig, richtig gut, denn da wird etwas gekocht, was der Gast eben auch unbedingt benötigt und auch da hätte ich richtig Lust drauf. Das Zeitalter der Drachen, ja, ich bin absoluter Drachenfan. Allerdings gibt es ja gerade noch so einen zweiten Teil einer anderen Drachenreihe, der umherschwirrt, der noch nicht auf meinem Sub gelandet ist, weil ich wusste, ich werde ihn im Dezember nicht lesen. Ich würde hier auch einfach sagen, ist ein Stimmungsbuch. Sobald ich für Drachen in anderer Art in Stimmung bin, wird dazu gegriffen. Ja, der Wind im Haar, das Meer im Blick ist eins der Bücher, da habe ich auch noch 3 oder 4 auf dem Sub von dieser wunderbaren Reihe aus dem Edel Verlag, Sehnsuchtsorte. Und ja, auf die habe ich eigentlich alle immer große, große Lust, die lese ich super gerne. Der dunkelste aller Zauber, endlich mal ein Einzelband in der Fantasy, habe ich große Lust und ich habe auch letztens erst irgendeine Booktuberin schwärmen hören und dementsprechend, ja, passt das auf jeden Fall gut. Ja, der Tod und das dunkle Meer, glaube ich, ist ja so ein bisschen ein Krimi. Da würde ich sagen, ich habe Lust drauf, aber ich muss in Stimmung für einen Krimi sein und auch für diesen dicken Wälzer-Krimi. Dementsprechend packe ich das dahin. Von Robin Hood ist eine Empfehlung einer Zuschauerin, der Weitseher. Da habe ich auch richtig Lust drauf. Also ich glaube, ich muss im nächsten Jahr einfach mal viel mehr Fantasy lesen. Da ist definitiv die Tendenz dazu da, ja, dass ich das auf jeden Fall möchte. Der Weltenexpress ist eher so ein Kinderbuch. Da muss ich ein bisschen in Stimmung sein. Für sowas Leichtes, ja, Niedliches und vielleicht nicht ganz so tiefgründiges, aber ich mag Kinderbücher sehr gerne, aber da muss ich in Stimmung sein. Ja, die Bücherjägerin, schon viel zu lange, ich glaube seit September oder Oktober auf dem Sub, da ist definitiv irgendwie als nächstes dran, weil ich einfach denke, oder mit der großen Lust, weil ja, es ist ein Rezensionsexemplar und das muss definitiv im Januar, Februar gelesen werden. Die Dunkeldorn-Chroniken ist der Auftakt einer Reihe, der super spannend klingt. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, habe ich, glaube ich, zu Band 2 dann auch mal so 1, 2 nicht so positive Stimmen gehört. Und da würde ich jetzt einfach mal abwarten und Tee trinken. So geht es mir auch mit die Geschichte der Bienen. Ich glaube, das Buch von Maya Lunde wurde noch sehr, sehr positiv bewertet. Dann gab es ja irgendwas noch mit dem Wasser und noch irgendwas. Ja, ich glaube, Maya Lunde ist sehr speziell. Da würde ich jetzt mal Tee trinken. Ja, die Lieder der Erde war, glaube ich, auch eine Empfehlung von einer Zuschauerin und ist für mich definitiv auch ein Buch, weil es Fantasy ist, wo ich große Lust habe. Die Rebellion von La Terre. Definitiv auch ein Auftakt einer Buchreihe, wo ich sage, möchte ich unbedingt ganz bald lesen. Und das Gleiche trifft auf die Töchter von Ilian zu. Ich glaube, hier hatten wir eine japanische Autorin. Da habe ich auch richtig, richtig Lust zu. Die Weisheit der Esel, ja, beschäftigt sich tatsächlich irgendwie mit den Eseln. Ich hatte es schon 2-mal in den Händen und irgendwie
habe ich aber nicht weitergelesen. Vielleicht wäre das der erste Kandidat mit der Überlegung, ob es überhaupt gelesen wird. Ja, von Schirach, Die Würde ist antastbar. Da würde ich sagen, es ist ein Stimmungsbuch. Ich glaube, für diese Kurzgeschichten muss man wirklich einfach jetzt Freude dran haben. Und dann ist das tatsächlich ein Buch, worauf ich mich definitiv freue. Weiter mit dem nächsten Walter Mörs, Enzel und Gretel. Und da muss ich, glaube ich, sagen, ich muss da immer so ein bisschen für Zamonien im Stimmung sein, für den besonderen Stil von Walter Mörs und würde es auch dahin packen. Erebus, eine Geschichte, die im Eise spielt und vielleicht auch ein bisschen bekannter ist das Schiff durch die Terror, soll als nächstes gelesen werden, passt jetzt einfach in die Winterzeit und darauf freue ich mich. Herr Boning geht baden, da habe ich auch so richtig, richtig Lust drauf. Wiegald Boning geht hier 365 Tage baden und dementsprechend passt es für mich ganz weit oben hin. Auf das Hören freue ich mich definitiv sehr. Im Wald ist von einem Autor, wo nächstes Jahr, ich glaube, auch schon als nächstes Buch erscheinen wird. Und da geht es tatsächlich einfach um das Leben im Wald. Es ist, glaube ich, ein Stimmungsbuch. Das kann man hier verschieben, genau. Und dementsprechend würde ich es auch dahin so ein bisschen packen. Es wird hier ein bisschen eng gefühlt, ne? Aber ich glaube, ja, so sollte es auf jeden Fall noch gehen. Ja, mit Tieren sprechen. Wir hatten es vorhin schon mit Tieren. Da würde ich sagen, es klang jetzt ein bisschen komisch, dass ich das definitiv als Stimmungsbuch sehe. Also es geht hier vor allem um die Hundekommunikation. Und möchte ich immer was mitnehmen, immer was lernen, wäre für mich aber definitiv etwas, wo ich sage, da muss ich in Stimmung sein. Auch bei Nordwärts von Silvia Furtwängler, die ist, glaube ich, nach Island gezogen, würde jetzt ganz gut eigentlich so in den Winter passen. War es Island? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Aber irgendwo ist sie auf jeden Fall hingezogen. Oder in die Arktis? Ah, ich weiß es gerade nicht mehr. Und definitiv ein Stimmungsbuch. Ja, Ostseeglück, da hatten wir vorhin schon eins der Sehnsuchtsorte. Da würde ich es jetzt auch hinschieben, dass ich da große, große Lust drauf habe. Ich weiß nicht, kann man das eine Spur kleiner machen? Ja, dann kann ich hier auch was sehen. Dann ein englisches Buch und zwar Peanut Jones, glaube ich, ist das. Und das ist auch wieder so ein bisschen ein Kinderbuch. Muss ich so ein bisschen in Stimmung sein. Und gerade für englische Bücher, da muss ich einfach in Muse sein, damit ich das sehr gerne lese. Ich habe hier auch The Cursed Castle und der Hutmacher, The Hatmakers. Und ich habe noch irgendwo ein englisches Buch. Oder sogar noch zwei, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ach ja, das Tea Dragon Society, das ist eine ganz süße, dünne, illustrierte Manga-Comic-Geschichte. Und hier irgendwo war es ein blaues, The Lost Wall, ist auch ein englisches Buch. Und für englische Bücher, da muss man einfach in Stimmung sein. Also ich würde, glaube ich, nicht an so einem, es gibt nicht so viele Tage, wo ich denke, jetzt greifst du zu Englisch. Ich möchte mir das aber fürs neue Jahr definitiv vornehmen, mehr zu lesen. Ich werde wieder anstreben, ein Buch im Monat zu lesen. Und dann werden diese fünf Bücher, beziehungsweise ist dieses Tea Dragon Society, da hat, glaube ich, Ruth mal von geschwärmt, ist so dünn. Ich glaube, da muss man gar nicht groß irgendwie lange das liegen lassen. Aber ja, die englischen Bücher würde ich jetzt nach und nach im neuen Jahr angehen. Dann Samuel und die Liebe der kleinen Dinge, fand ich auch richtig, richtig süß, aber habe ich jetzt schon so lange hier, vielleicht muss ich einfach mal gucken, ob es wirklich noch auf dem Sub bleibt. Das ist, glaube ich, von Mirales, dessen Romane mir immer nicht ganz so gut gefallen, sondern ich eher was mit seinen Sachbüchern anfangen kann. Weiter geht es mit einem Buch von Sarah Morgan, Schlaflos in Manhattan. Und mir hat das Weihnachtsbuch, das ich gelesen habe, jetzt auch erst letzte Woche sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und dementsprechend ist das definitiv ein Buch, worauf ich große Lust habe. Ist vielleicht doch auch eher was so in Richtung Frühling, Sommer. Aber ja, da habe ich definitiv große Lust. Auch auf die Kurzgeschichten von Hemingway, Schnee auf den Bergen, Gipfel, ich weiß es nicht mehr, ich kann es hier leider nicht so gut sehen. Habe ich definitiv auch richtig große Lust. Und wobei, vielleicht auch eher so ein Stimmungsbuch, ne? Kurzgeschichten. Ja, ich glaube, wir schieben es mal dahin. Habe ich das aus dem Bücherschrank? Ich glaube schon, ne? Da bin ich auf jeden Fall sehr neugierig. 7 Tage voller Wunder von Danny Atkins. Ja, Danny Atkins schreibt sehr emotional. Und ich habe 2, 3 Bücher von ihr gelesen. Und das ist jetzt, glaube ich, auch eine Empfehlung gewesen von der lieben Sarah, einer Zuschauerin.
Ach, dennoch bin ich mir bei so emotionalen Büchern, die doch sehr ernste Themen haben, immer ein bisschen unsicher. Da würde ich jetzt einfach mal noch so ein bisschen Tee trinken. Stalking Jack the Ripper, da habe ich große, große Lust zu und ich glaube, ich schiebe das sogar als nächstes dran, weil das ist auch ein Rezensionsexemplar und da erscheint im Januar auch schon der zweite Teil mit Dracula und ich glaube, dass das definitiv ein Buch für mich ist, was ich im Januar irgendwie lesen werde. Auch wenn es natürlich so ein bisschen historisch, Krimi, Thriller-mäßig ist, weil es nicht ganz in die Zeit passt, aber nach all den Weihnachtsbüchern braucht man, glaube ich, auch ein bisschen was Spannendes. Rivers Daughter ist ein Hörspiel von Markus Heitz. Da habe ich riesengroße Lust drauf. Also es passt jetzt vielleicht nicht ganz Januar, Februar, aber spätestens dann habe ich richtig Lust drauf, hier auch bei Jack the Ripper unterwegs zu sein. Und ich glaube, dass das Markus Heitz richtig gut macht. Auch auf Swordcatcher von Cassandra Clare habe ich große, große Lust, insbesondere seit ich jetzt wirklich so zwei, drei sehr positive Rezensionen gehört habe und ich ja ein bisschen kritisch war, so ein bisschen Cassandra Clare hat viel geschaffen, ja mit ihren Schattenjägern. Wird das hier was in eine andere Richtung gehen, aber es klingt wirklich, dass sie was Tolles gemacht hat. The Marmalade Diaries. Das ist bei mir tatsächlich vermutlich so ein bisschen ein Stimmungsbuch. Denn es geht hier um die Corona-Zeit, als ein junger Mann zu einer älteren Frau ins Haus zieht und dann die beiden erstmal eine ganze Zeit lang sich nur irgendwie miteinander haben. Und es beruht wohl auch auf ta wahren Tatsachen. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt gerade irgendwie so im Winter etwas über die sehr, ja, nicht so schöne Corona-Zeit lesen möchte. Und ich glaube, dass das eher was ist, was dann eher was für den Frühling sein wird. Dann haben wir, glaube ich, zwei Teile dieser Disney-Reihe. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich sehe gerade vor lauter Cover den zweiten Teil nicht. Es ist auf jeden Fall Rose und Rebel und es ist hier Feder und Flamme. Und zwar geht es hier einmal um Belle von Die Schöne und das Biest. Hier geht es auch um die Revolution, die ausbricht und sie hier, also die französische Revolution. Und bei Feuer und Flamme ging es, glaube ich, um Mulan, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und ich fand einfach, dass beide wahnsinnig spannend und gut klingen. Und ja, dementsprechend, da habe ich große Lust drauf. Ist aber, ach ja, ich habe eigentlich schon große Lust drauf. Also ich glaube, ich muss es vielleicht gar nicht so abwerten im Sinne von Stimmungsbuch. Ich glaube, ich habe da einfach Lust drauf. Und jetzt kommen wir zu The Stand. Der braucht eigentlich eine Extra-Kategorie. Aber ich packe ihn jetzt mal ins Stimmungsbuch. Denn das ist natürlich schon sehr dystopisch. Wir haben hier ja schon ein Weltuntergangsszenario. Wir haben über 50 Hörbuchstunden und da muss man in Stimmung sein. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie IQ 84 von Murakami. Ich glaube, es ist einfach von der Hülle und auch Babel ist natürlich wirklich so ein Wälzer, wo ich glaube, ich einfach in Stimmung sein muss und dann dazu greife. Als Hörbuch wahrscheinlich noch eher, als tatsächlich es selbst zu lesen. Da muss ich mal gucken. Ja, von Kent Harouf, Unsere Seelen bei Nacht. Da kenne ich den Film. Und weiß nicht so richtig, ob ich das Buch dazu dann noch lesen möchte. Es haben so viele Mal vor 2, 3 Jahren, es ist ein Netflix-Film, so geschwärmt von dem Film, das ich mir angeguckt habe. Und ich glaube gar nicht so richtig wusste, dass ich das Buch auch noch auf dem Sub habe. Deswegen mal gucken, ob ich wirklich noch zu dem Buch greife. Ja, dann kommen wir zu den unverfrorenen Freunden, was ich auf meiner Winterliste habe. Hier geht es um Pinguine, wie das Cover unschwer erkennen lässt. Und dementsprechend, ja, bin ich da sehr, sehr gespannt. Wir haben hier von Füchsen und Menschen hier, das reiht sich auch so ein bisschen hier in diese Tierbücher ein, möchte ich lesen. Aber Tierbücher sind, wie gesagt, immer so ein bisschen eine Sache. Das neue Buch von Brandon Sanderson, da habe ich wahnsinnig große Lust drauf und habe auch schon 2 oder 3 sehr positive Stimmen gehört. Das ist ja dieses Projekt, was er selbst finanziert hat über ein Crowdfunding und zur grünen Welle. Grünen Insel und das klingt einfach schön. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, vor allem, weil wir mal eine Fantasy-Geschichte haben, wo auch ja sozusagen ja die weibliche Rolle, nein, der weibliche Charakter die Hauptrolle spielt. Bin ich sehr gespannt. Buttercream Witch ist als nächstes dran, denn das werde ich mit der lieben Becky zusammen im Januar lesen und wir freuen uns schon sehr beide auf die Geschichte und hoffen, dass sie nicht ganz so herbstlich ist. Aber es geht hier ein bisschen um Hexen und natürlich, wie man sieht, ja, auch um eine Bäcker-Konditorei. Und da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Wie viel Mensch braucht ein Hund? Auch hier reihen wir uns ein bisschen in den Tieren wieder ein. Ich möchte
möchte es lesen, ich werde es lesen, muss aber einfach dafür ein bisschen in Stimmung sein. Winter im Briar Creek ist der Auftakt einer Reihe und ich möchte zu jeder Jahreszeit passend jetzt auch diese Reihe lesen. Es gibt Frühling, Sommer und dann glaube ich nicht mehr Winter, sondern Frühling, Sommer, Herbst und dann kommt Weihnacht. Und ja, dementsprechend möchte ich jetzt im Winter, Januar, Februar auf jeden Fall noch den Auftakt lesen. Auch Winterküsse am Leuchtturm ist eher ein Winterbuch, denn es spielt wohl nach Heiligabend, nach Weihnachten. Und hier muss eben der Leuchtturm gerettet werden. Und dementsprechend möchte ich das auch gerne noch im Januar lesen. Der endlosen Ruhe ist ein Rezensionsexemplar. Und ich habe hier definitiv große, große Lust von Emily St. John Mandel. Und dementsprechend werde ich das auf jeden Fall auch jetzt ganz zeitnah angehen. Ja, eine Prise Meersalz, auch hier so ein Sehnsuchtsorteband und auch macht's gut, ihr Trottel gehört hier, glaube ich, mit dazu. Können wir mal gucken, ah hier, wo die wilden Kräuter blühen, gehört auch hier rein. Und dann sehe ich mal, okay, ich habe tatsächlich 6, meine große Freiheit. Und ich glaube, dann haben wir sie jetzt aber alle. Ja, 6 der Bücher der Sehnsuchtsorte-Reihe ist bei mir auf dem Sub und ich habe da immer große, große Lust drauf. Sie werden vermutlich erst in Richtung Frühling gelesen werden, aber das sind echt Bücher, die mir in der Regel schon immer großen Lesespaß bereiten. Bis auf ein Buch, was ich abgebrochen habe und eins, das ich nicht so gut fand, aber sonst fand ich die wirklich immer gut bis sehr gut. Und ein Highlight sind Pfoten im Schnee, das habe ich auch noch hier, von daher da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, It Happened on Summer war mein Ersatzbuch. Wer meinen Ägypten-Vlog gesehen hat oder meinen Monatsvlog für Oktober, hat mitbekommen, dass wir 7 Stunden Flugverspätung hatten und dann den Gutschein nochmal bekommen haben, mitten in der Nacht, und wir uns davon dann jeweils ein Buch gekauft haben. Und das ist It Happened on Summer. Das hat mich einfach so angesprochen. Hatte ich noch überlegt, im Urlaub zu lesen, werde ich mir jetzt aber einfach für den Sommer vornehmen. Dementsprechend ist das dann eben ein Stimmungsbuch, was dann im nächsten Sommer angegangen wird. She Who Became the Sun, ach, da habe ich so, so viel Lust drauf. Also da bin ich mega, mega gespannt. Ist auch der Auftakt, glaube ich, einer Dilogie. Und das sieht auch das Cover einfach so, so schön aus. Und auch wieder Fantasy, ich glaube auch asiatisch angehaucht, wenn ich mich nicht irre. Und da bin ich mega gespannt, was mich erwartet. Vampire City Number One, auch hier haben wir wieder Markus Heitz. Das ist dann, glaube ich, auch das zweite Buch, was ich von ihm auf dem Sub habe. Und es geht um Vampire und er hat mich ja mit Die Schwarze Königin dieses Jahr echt begeistert. Und dementsprechend, ja, wird das auf jeden Fall auch ganz bald gelesen. Wings of Fire ist auch eine Drachengeschichte und ich würde sagen, sie richtet sich hier auch so ein bisschen zwischen Kinderbuch und Drachengeschichte ein. Möchte ich lesen, klingt richtig süß, richtig schön, bin ich sehr, sehr gespannt. Und irgendwie wird es hier immer größer und ich sehe immer weniger. Ja, dann haben wir Winterhaus, auch ein Buch, das jetzt auf der Liste steht. Winter ist jetzt da und ich würde sagen, das sollte man definitiv jetzt irgendwie im Januar oder Februar lesen. Dann haben wir hier auch das winterliche kleine Städtchen im Katzencafé oder irgendwie so, jetzt sind die Cover so klein, dass ich sie gar nicht mehr lesen kann. Und das habe ich, glaube ich, auch auf meiner Winterleseliste und dementsprechend ist das jetzt auch für den Winter noch dran. Die Telefonzelle am Rande der Welt, am Ende der Welt, das ist tatsächlich so ein bisschen Buch, wo ich mir noch nicht ganz klar bin, ob ich es so richtig lesen werde, weil es nicht nur positive Stimmen gibt und es sich hier auch um, soweit ich mich erinnere, auch um die Trauerbewältigung geht. Und ja, das ist auch für mich immer noch so ein bisschen ein Thema, was ein bisschen schwer ist. Dementsprechend, ja. Als ziemlich nächstes dran wird Instant Karma sein. Ich würde es jetzt aber, ja, ich würde es tatsächlich auch aufs nächstes dran einpacken. Vermutlich auch im Januar, ist ein Rezensionsexemplar. David Michie hat ja Die Katze des Dalai Lama geschrieben. Und hier geht es wohl tatsächlich in einer Romangeschichte um die Weisheiten rund um den Buddhismus. Und da bin ich einfach gespannt, was er uns hier dann auch erzählen wird und wie der Stil sein wird. Ja, Castle of the Mirror, ein Buch, das auch bald dran sein wird, denn auch das möchte ich mit einer lieben Freundin lesen. Ich glaube, wir hatten uns auch auf den Januar verständigt nach all den Weihnachts- und Winterbüchern. Und hier geht es eben auch um ein Mädchen, was nicht in die Schule möchte, weil sie sich da einfach nicht wohlfühlt. Und dann aber eines Tages sieht sie in ihrem Spiegel, dass da irgendwas vor sich geht. Und ja, es klang sehr schön. Es hatte ein tolles Cover
und wirklich klang richtig gut. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, auch Wolkenschloss ist als nächstes dran, soll ja auch ein bisschen winterlicher sein. Wurde mir nahegelegt, es vielleicht um die Silvesterzeit zu lesen. Und da schaue ich mal, ob ich es noch vor Silvester schaffe oder dann nach Silvester, wo ich dann auch Urlaub habe. Windjäger, da habe ich auch richtig, richtig große Lust drauf. Ja, ist eben auch Fantasy und da habe ich schon so, so viel Positives, nicht nur von der Geschichte, sondern auch von dem Autoren gehört. Cornelia Funke, ich glaube Drachenreiter würde ich hier bei den Drachen mit einkategorisieren. Und ja, ist natürlich ein Kinderbuch, aber ich glaube, dass das richtig, richtig schön sein kann und ich mich darauf sehr freue. Ja, der erste Teil der Rat der Zeit-Reihe Drohende Schatten. Ich mochte die Serie in Staffel 1 und 2 richtig gerne und möchte da einfach ein bisschen mehr Input haben. Vielleicht ist es tatsächlich ein Stimmungsbuch oder so. Ich warte trotzdem noch mal ein bisschen ab, ob ich mich nicht einfach damit zufrieden geben kann, dass ich eben nur die Serie kenne. Ist gar nicht so einfach. Ja, dann das Hotel du Barry, ich glaube, war jetzt in einem Tauschpaket mit drin und klang so anders und skurril mit einem Baby, das im Hotel gefunden wird und dann alle das vor dem Hotelmanager verheimlichen. Ist, glaube ich, schon ein Stimmungsbuch. Ich glaube, man muss für sowas Humorvolles auch einfach in Stimmung sein. Dementsprechend packe ich es dahin. Ja, Kings and Monsters, der Auftakt. Darauf habe ich richtig, richtig Lust. Es ist von Eric Kellen, war jetzt, ich glaube, irgendwie in den Black Weeks auch mal ja, relativ günstig, 1,49 als E-Book und habe ich mir dann auch geholt und da freue ich mich sehr drauf. Ich mochte die Nimmerherz-Reihe super gerne und auch die Reihe, die er zusammen mit Mira Valentin geschrieben hat und dementsprechend freue ich mich da sehr drauf. Auch auf Sternenbrücke von Robert Corvus, eine Empfehlung von Jenny, die immer wieder davon schwärmt und ich möchte diese Science-Fiction-Geschichte möchte ich endlich lesen und bin so, so, so gespannt. Von V.E. Schwab, Threads of Power, da würde ich auch sagen, das muss ganz, ganz bald gelesen werden. Das gehört ja zu der Reihe rund um die vier Londonen? Ja, Londons wahrscheinlich dann eher. Und das spielt aber, ich glaube, ein bisschen weiter, ein paar Jahre danach. Und ich bin sehr gespannt, wie sie uns in diese Welt wieder mitnimmt. Und das war ja auch mein erstes Buch sozusagen von ihr. Und ich fand diese Reihe damals richtig, richtig toll. Also war für mich wirklich eine Highlight-Reihe und ich freue mich da, in die Welt wieder einzutauchen. Ja, Winterglück, ich glaube, auf Island, wo einige schon bemängelt haben, oh, das sind doch aber Norweger und ein Warmblüter und gar kein isländisches Pferd. Aber dennoch steht es auf der winterlichen Leseliste und ich hoffe, das auf jeden Fall im Januar, Februar noch zu lesen. Dann haben wir die Legende der Adlerkrieger. Das klingt richtig gut. Ist auch, glaube ich, asiatische Fantasy. Ach, ich kann mir das immer nicht merken, ob es japanisch war, chinesisch. Weiß sogar koreanisch, ich bin mir gerade nicht sicher. Und das habe ich, glaube ich, bei Fabienne gesehen. Und seitdem hat es mich so angelächelt und das interessiert mich definitiv. Also auch einfach mal andere Arten von Fantasy zu lesen, da bin ich sehr neugierig. Ja, Grund zur Hoffnung von Jane Goodall. Es ist ein Affe drauf, man könnte vermuten, es reiht sich bei den Tieren ein, aber nein. Das ist für mich ein Buch, mit dem ich optimistisch ins neue Jahr gehen möchte. Und ich glaube, ja, ähnlich wie dieses Instant Karma ist das schon was. Oder auch das, die wird die vier Pfoten zur Erleuchtung, wo ich denke, da nehme ich mir ein bisschen Optimismus ins neue Jahr mit. Liebe, als gäbe es kein Morgen, ist, glaube ich, auch der Auftakt einer Reihe, wo ich aber schon gemerkt habe, dass nicht jede Stimmung dazu passt und dementsprechend glaube ich, dass es als Stimmungsbuch ganz gut passt. Auch der Rabenprinz, ach, darauf habe ich auch so, so, so große Lust, ist, glaube ich, auch eine einzelne Geschichte und Fantasy und Einzelromane ist einfach so selten und ich glaube, das muss ich jetzt einfach ganz bald auf jeden Fall angehen. Ja, Weihnachtsgeschichten von Lagerlöf habe ich jetzt in der Adventszeit geschenkt bekommen. Das ist jetzt tatsächlich echt schwierig, weil ich werde es wahrscheinlich vor Weihnachten nicht mehr schaffen. Ich packe es trotzdem mal auf als nächstes dran. Es war kein so dickes Buch mit kleineren Geschichten. Vielleicht schaffe ich das einfach noch in der Nachweihnachtswoche. Mal schauen, ob ich das unterbekomme. Dann haben wir mein Schweinehund auf dem Jakobsweg. Würde ich auch sagen, das ist so ein bisschen was Stimmungsbuch. Vielleicht wirklich was, wenn mich mal wieder so ein bisschen das Fernreise-Unterwegssein-Gefühl packt, dass ich dann dazu greife. Ich glaube, der Titel verrät schon, wir werden auf dem Jakobsweg unterwegs sein. Wenn die Dunkelheit endet, war ein Wunschlistenbuch. Und ich weiß gar nicht, warum das eigentlich schon noch so lange hier liegt, was ich als Mängelexemplar dann mal in Nürnberg entdeckt habe, ist auch Fantasy und klingt einfach richtig, richtig gut und ja, habe ich einfach große Lust zu.
Dann haben wir unser Haus oder unser Hof in der Bretagne. Ist für mich so ein bisschen ähnlich, ja, einfach mit so Tieren und ja, so Lebensgeschichten. Da muss man ein bisschen Stimmung sein. Aber ich bin sehr gespannt, was die Familie berichten wird, die da eben einen Hof in Frankreich ja, sozusagen sich gekauft hat. Die folgende Geschichte von Tom Lynn. Ja, das ist tatsächlich fraglich, warum das auch noch auf dem Sub liegt, weil nach diesem Buch bin ich tatsächlich auch in die Buchhandlung gerannt. Vielleicht muss ich da einfach noch mal ein bisschen abwarten und Tee trinken. Ich weiß nicht, was mich da so von abhält, dazu zu greifen. Weil es ist nicht dick, es ist eigentlich Fantasy, es klingt eigentlich schön, aber ja, muss ich, glaube ich, mal abwarten. Auch die Sprache der Dornen von Leigh Bardugo. Ich glaube, ich habe hier ein bisschen Angst, dass sie mich nach allem, was nach Grisha kam, nicht mehr ganz so begeistern kann. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das hier Kurzgeschichten aus der Welt um Grisha ist. Lasst uns hier auch mal abwarten und Tee trinken. Schattenbraut, da habe ich auch richtig, richtig große Lust drauf. Ist natürlich auch ein ganz schön dicker Wälzer, aber auch aus dem asiatischen Raum. Und das klingt auch richtig, richtig gut. Also das ist auch definitiv eine Geschichte, auf die ich mich sehr freue. Und dann der Gesang in den Meeren. Das sieht man schon, es geht um Tiere. Und das würde ich tatsächlich dann auch bei den Stimmungsbüchern einsortieren. Und ja, hier einfach sagen, ja, da passt es, glaube ich, tatsächlich ganz, ganz gut. Nun sind wir mit der Tierliste der Subbücher durch und sind, glaube ich, 11 Bücher auf der, das ist als nächstes dran, das ist definitiv für Januar, Februar durchaus denkbar, dass diese Bücher wirklich jetzt zeitnah gelesen werden. Und ich habe 3 Bücher, bei denen es unklar ist, ob ich sie lesen werde. Und es ist ja jetzt tatsächlich eher so ein Bauchgefühl, ne? Da hat jetzt der Kopf nicht so viel dazu gesagt. Dementsprechend werde ich mir diese 3 Bücher definitiv mal genauer anschauen und mal sehen, ob sie Kandidaten sind, die dann einfach ins neue Jahr mitgehen. Vielleicht machen wir auch einfach mal so ein kleines Trier-Chapter. Vielleicht nehmen wir da die Abwarten- und Tee-Trinken-Bücher einfach auch mal mit. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob ihr sowas spannend findet. Ich fand das jetzt auf jeden Fall schon richtig cool, mal so den Sub auf diesen Blick zu haben. Und werde mir auch mal versuchen, ob man das irgendwie ein bisschen abspeichern kann. Vielleicht guckt man dann einfach in dem Jahr nochmal drauf, was dann übrig ist. Ja, das landet dann wahrscheinlich unten und sollte heißen unklar, ob es überhaupt gelesen wird. Aber ja, es ist ja gar nicht schlimm, wenn ein Buch lange auf dem Sub ist, ne? Also da sollte man mich bitte nicht falsch verstehen. Und manche Bücher werden ja mit den Jahren auch einfach nur besser. Ja, man muss es sich auch manchmal einfach ein bisschen positiv und schön reden. Und es gibt ja ganz viele Bücher, die gar nicht mehr auf meinem Sub sind und dieses Jahr eingezogen sind und auch gelesen wurden. Und ja, das ist natürlich auch einfach ganz schön. Das seht ihr ja dann auf jeden Fall. Habt ihr schon im Jahresrückblick gesehen. Ich glaube, dieses Video kommt jetzt auch danach. Ja, also gar nicht so schlecht. Ich hoffe, ihr fandet es ein bisschen unterhaltsam und hattet auch ein bisschen Spaß dabei. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir da ein bisschen Feedback unten in den Kommentaren dann lasst. Vielleicht auch mal erzählt, welche meiner Subbücher ihr bereits kennt und hoffentlich dann auch eine Empfehlung aussprechen könnt. Oder vielleicht auch bei den etwas kritischeren Büchern sagt, ja Steffi, da könntest du mit deiner Vermutung recht haben. Schreibt es mir super gerne in die Kommentare. Schaut auch gerne bei Christina vorbei und ja, vielleicht mögt ihr euch da auch mal das Subvideo von ihr anschauen und grüßt sie dann ganz lieb von mir. Und ich hatte jetzt richtig Spaß. Das ist irgendwie schon mal eine ganz coole Sache. Sollte man irgendwie mal ein bisschen öfter machen. So ein bisschen was Interaktives. Schreibt mir, wie gesagt, sehr gerne, wie euch das gefallen hat. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.